Schon wieder sitze ich im Bus, sehe komische Gestalten. Hinten sitzen ein paar Kinder und vorne warten die Alten. Der Junge hinter mir spuckt lässig auf den Boden und die Frau von gegenüber hat wohl ihre Periode, denn sie schreit ihn an: Mach das weg, du kleiner Pisser! Er fängt nur an zu lachen und zeigt ihr den Mittelfinger. Zwei Kinder von hinten mischen sich mit ein. Sekunden später beginnt dann eine Schlägerei. Lautes Geschrei, mich amüsiert, was ich sehe. Genauso wie dem Opa neben mir, ohne Zähne. Er hustet und trinkt dann einen Schluck aus seiner Flasche und ich merke, dass ich öffentlichen Nahverkehr hasse. Eines schönen Tages um 3:45 erschien Gott in meinem Zimmer und sagte zu mir: Denk weniger nach. Aber das sagte mir nie zu. Ich fahre nicht mehr Bus, benutze nur noch Google Street View. Eines schönen Tages um 3:45 erschien Gott in meinem Zimmer und sagte zu mir: Ignoriere den Verstand. Aber das sagte mir nie zu. Ich fahre nicht mehr Bus, benutze nur noch Google Street View. Der Busfahrer raucht beim Fahren eine Zigarette, tut als würde er nichts merken, er zeigt keinerlei Interesse. Der beste Moment für einen glatzköpfigen Mann für Aggression. Er stellt sich vor die Frau und dann ganz nach dem Motto immer wieder drauf auf die Kleinen und die Schwachen. Schlägt er mit der Faust auf sie ein und es knallt laut, das Ganze hier ist eskaliert. Die zwei Jungs kriegen Verstärkung und sind jetzt zu viert. Es explodiert hier förmlich ganz ohne Sinn. Leute schütteln mit dem Kopf oder schauen nicht hin. Und plötzlich ist der ganze Lärm komplett weg. Es läuft R75, alle nicken zu dem Track. Eines schönen Tages um 3:45 erschien Gott in meinem Zimmer und sagte zu mir: Der Mensch ist wie er ist. Aber das sagte mir nie zu. Ich fahre nicht mehr Bus, benutze nur noch Google Street View. Eines schönen Tages um 3:45 erschien Gott in meinem Zimmer und sagte zu mir: Mach dir keine Sorgen. Aber darin war ich nie gut. Ich fahre nicht mehr Bus, benutze nur noch Google Street View.